Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Okami, wo wir in der letzten Folge den Bach wieder hergestellt haben oder den kleinen Fluss. Jetzt fließt das Wasser auch hier weiter, aber runter zu diesen Zungenabschneider-Ehepärchen. Pfui Deivel. Oh Mann, sie scheint wohl irgendwie verflucht zu sein oder sowas. Gut, dann würde ich sagen... Hoffe ich, dass wir alles erkundet haben, Tuten, bla. Mein Deutsch ist wieder Suki. Und machen uns mal auf den Weg zum Dorf Kusa. Und mach die Steine hier weg. Blubub. Dankeschön. Falsche Richtung. Ich mach hier alles kaputt. Futtersack Fleisch, cool. Ich sollte öfter Sachen kaputt machen. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen. Aber das werden wir sicher noch sehen dann, ne? So, gibt's hier was versteckt? Äffchen! Gib mir Glück. Wunderbar. Kamera. Okay. Auf Gegner habe ich gerade nicht so viel Lust. Kaputt. Und auf diesem Pfad sehe ich gerade noch nicht viel mehr als nur Steine, Bäume und den Weg. Aha. Was ist das so bunt hier? Wieso ist das so... Die anderen Tore sehen nicht so aus. Oh, die anderen Übergänge, sag ich mal. Dorf Kusa. Kann es sein, dass hier was verflucht ist oder so? Boah, guck mal, wie die Tinte wackelt. Ich werde mal... nicht speichern. Was ist das für eine unheimliche Atmosphäre des Bösen hier in diesem Dorf? Es gibt hier keine verfluchte Zone. Ja, es war anders. Aber ich spüre einen starken Fluch. Oh je. Wow, erstmal speichern. Was ist denn mit der Tinte los? Was wackelt die so? Höchst interessant. Was sagt denn die Karte? Es ist ein längliches Dorf, sagt die Karte. Hey, das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Ich hatte gehofft, hier ein bisschen Handel am Windschrein treiben zu können. Aber der Schrein ist von einem Monster übernommen worden und überall herrscht Panik. Nun gut, ich schätze, ich muss jetzt einfach das Beste daraus machen. Was hast du denn? Endlose Gerechtigkeit. Spiegel mit dem Loch der Unendlichkeit richtet das Böse. Oh. Aha. Brauche ich das? Windrad. Das ist ein Souvenir. Goldstaub. Futtersack. Futtersäcke, was haben wir da? 4, 1, davon haben wir nur noch einen, also holen wir davon mal. Dry. Tintenstein. Ah, das interessiert mich sehr. Gib mal. Ausverkauft. Goldstaub. Goldstaub nehmen wir dann auch mal mit. Und ich will Sachen verkaufen. Den Fisch, das habt ihr mir geschrieben, den kann ich ohne Bedenken einfach verticken. Also weg damit. Ach ja, und Schätze auch. Ne, mach mal hier. Schätze. Weg damit. Weg, 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 weg. So. Heißt das, ich kann mit meiner Tinte... Nee, ich kann nicht mit Tinte malen. Das klappt nicht, Fellknäuel. Dein göttlicher Pinsel wird bei einer so starken Kraft des Bösen nicht funktionieren. Deswegen zittert die auch so. Aber jetzt wollte ich mal schauen, was ich hier mir gekauft habe. Spiegel mit dem Loch der Unendlichkeit richtet das Böse. Machen wir mal so und den als Nebenwaffe. Und dann verwenden wir einmal Goldstaub. Wie? Was?
Ach so, ich dachte schon. Das möchte ich verstärkt haben. Danke. Jetzt haben wir so einen Teil. Huch! Das löst sich ja halb auf. Jetzt müsste ich erstmal gucken. Meine Tinte geht von alleine leer. Ist ja auch interessant. Weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde von diesem Monster aufgefressen. Ich bin mir sicher, das ist der Grund, warum der göttliche Wind nicht mehr bläst. Monster haben den Windschrein angegriffen, verstehst du? Die Macht des Gottes von dem Schrein wird immer schwächer und schwächer. Der göttliche Wind ließ immer die Windmühle sich drehen. Wie ein guter Zauber. Aber das ist noch nicht alles. Wie lange wird das noch so weitergehen? Das Dorf Kusa ist berühmt für seinen göttlichen Wind. Und jetzt, da er aufgehört hat zu wehen, stecken wir alle schrecklich in der Klemme. Der Wind ist unser Leben und ohne ihn ist die Luft schlecht. Oh, gibt es wirklich gar nichts, was man tun kann? Wenn ich so darüber nachdenke... Ach, scheiße, ja. Ist schon doof. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin soll, wieder mal. Wo bin ich denn hier gelandet? Yeah! Boing! Achso, wenn meine Tinte leer ist, bin ich ein weißes Wölfchen. Oh je. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Meine ganze Göttlichkeit ist weg. Das sieht ziemlich interessant aus irgendwie. Hey du, so kann ich nicht arbeiten. Ich versuche hier meine Ernte einzubringen, aber nur die Körbe von Herr Bambus haben genug Fassungsvermögen. Warst du schon mal bei seinem Haus? Er lebt hier im Dorf. Die Leute kommen von nah und fern, um seine Waffen zu kaufen. Er ist ein wahrer Meister, aber er hat plötzlich aufgehört, irgendwas zu machen. Er sagte, er kann keinen geeigneten Bambus mehr bekommen. Wenn ich so darüber nachdenke. Wie, wenn du so darüber nachdenkst? Hast du auf der Taka-Ebene ein marodes Haus gesehen? Das alte Paar dort hatte als letztes Bambuswaren bestellt. Anscheinend wollten sie plötzlich einen Vogelkäfig haben. Sie hatten Tiere immer gehasst, deshalb ist es komisch, dass sie auf einmal ein Haustier haben wollen. Käfig. Okay. War da nicht in diesem Haus jetzt gerade einer, oder war das... Ja, hier, das Ding. Oh. Okay, dann nicht. Also das mit diesem schrecklichen Ehepaar, das birgt noch einige Sachen. Hier waren wir gerade. Ach, guck mal! Nein, nein, nicht das. Bei den Göttern, ich schwöre. Du wirst niemals... Es ist Susanoo. Er ist ein sturer Hund. Was zum Teufel macht er da? Ich wette, er hat einen Albtraum, in dem er von Monstern verprügelt wird. Er scheint ja ganz außer sich zu sein. Es wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Schon wieder dieser Traum. Hört das denn nie auf? Ich dachte, wenn ich in das Dorf komme... Hey, Alter, hängst du in deinem Träumen auch so rum? Muss nett sein, wenn man mitten am Tag einfach so ein Schläfchen machen kann. Größter Krieger aller Zeiten, so ein Quatsch. Hm? Hündchen? Und die kleine Laus? Wollt ihr meine Meditation wieder stören? Sogar in meinen Träumen arbeite ich hart und entwickle neue Strategien, um das Rot-Irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich kam her, um für den Sieg im Windschrein zu beten, aber... Aber siehe da, dieser Rot-Irgendwas oder so ähnlich hat den Schrein besetzt. Nun, mit meinem unbesiegbaren Schwert aus Holz gibt es eigentlich keinen Grund zu beten, aber... Das Schicksal der Welt ruht auf meinen Schultern. Ich muss vorbereitet sein. Zuerst muss ich hier sitzen und einen gut durchdachten Plan machen. Und schlafen. Nun, wo war ich? Plan? Ja, genau. Das ist doch nur deine Entschuldigung, um zu schlafen. Ja, ja, Susanoo. Ja, ja. Erstmal graben. Oh.
keinen Pinsel. Und es ist Nacht geworden. Oh Mann. War ich hier oben schon drin, in dem Haus? Ich glaube ja... Jetzt geht er rein. Ich glaube ja nicht. Hey, ihr. Ich habe heute so viel gesprochen, dass meine Kehle ganz trocken ist. Ich werde morgen auch wieder wie ein Wasserfall reden. Niemand tratscht besser als ich. Okay. Was esst ihr da? Hast du auf der Taka-Ebene ein marodes Haus gesehen? Das alte Paar dort hatte als letztes Bambuswaren bestellt. Das hatten wir schon. Gib mir das. Das ist ja wirklich recht seltsam hier. Ein großer Bär. Diese Statue sieht aus wie dieser schläfrige Bär. Eigentlich sieht das Gesicht sogar noch mehr nach einem Bären aus als einem als beim echten. Ja, weil der hier lebt. Guck doch mal. Ah, Frau Pflaume. Was nun? Ein Wolf? Ein weiterer nicht zahlender Kunde? Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Typ, der neulich kam, ist die totale Katastrophe. Er ließ ihn rein, weil er behauptete, er sei ein Nachfahre von Nagi. Aber er ist gar kein Monstertöter. Er schläft den ganzen Tag im Wald. Und er macht schrecklichen Lärm in der Nacht, wenn er im Schlaf schreit. Vielleicht kannst du versuchen, ihn für mich zu verjagen. Könnte ich probieren. Was ist das? Okay. Vielleicht müssen wir Susano einfach mal einen Stupser geben. Hier gibt's sehr viel. Erstmal alles kaputt machen. Und da ist eine Vase. Da kommen wir aber nicht durch. Du musst erst anklopfen. Kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Entschuldigung. Hoppla. Da war wohl jemand auf dem Töpfchen. Wollte ich nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Und ich komme hier nicht durch. Ich glaube, da oben geht's zur Windmühle. Ich möchte aber erst noch mal kurz zu Susano. Da ist so eine Knospe. Susano? Susano? Weg mit der! Bla! Bla. Okay, bla bla. Da ist wieder eine Grabungsstelle. Na? Aber wenn es wieder ein Kleeblatt ist, ist es ja auch doof. Ah, danke schön. Oh, dass ich meine Tinte nicht habe, ist echt ungewohnt. Hi. Ah, du bist der weiße Wolf, den ich in Kamiki gesehen hatte. Ich bereise das Land, um die göttlichen Lehren von Buddha zu verbreiten. Es scheint so viele Orte zu geben, die Buddhas Hilfe brauchen. Ich spüre es auch hier, eine unheimliche Kälte in der Luft. Du musst immer wachsam sein, wie jetzt, hinter dir. Okay. Aber ich habe doch gar keine Waffe! Und kein Pinsel! Wie mies das, ey! Boah, das ist so mies. Aua, aua, aua! Ich habe keine Waffe und nix. Das... Aua! Das ist einfach nur mies, was hier gerade abgeht. Ich habe kaum was, um mich zu verteidigen. Ich habe keine Tinte. Ich habe einfach die Arschkarte. So, immerhin ist der kaputt. Auch interessant, wie Amaterasu mit ihren Pfoten kämpft. Und ich verliere immer mehr Göttlichkeit, wenn die nicht schon ganz weg ist. So, der ist kaputt. Aua! Nein, 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 ouch. Vielleicht sollte ich mich gleich mal heilen. Warte mal, ich mach das mal jetzt schon. Wo habe ich denn was zum Heilen?
Ach, da, der Knochen. Triff doch einfach mal. So, jetzt mach hin hier. Ja, ist okay. Mach mich platt. Der schlechteste Kampf aller Zeiten. Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit, aber ich sah es. Der Kampf hat genau 80 Sekunden gedauert. Yo. Ich kann hier nichts tun. Einfach gar nichts. Das ist Kacke. Wo bin ich hier überhaupt? Da kann ich gar nicht durch, okay. Wo bin ich hier? Der Herr Bambus. Oh, was für ein Dilemma. Oh, was für ein hübscher Wolf. Ich stecke gerade in einem Dilemma, Wölflein. Ich bin ein Handwerker und ich arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keinen zum Arbeiten bekommen. Ich sollte dich nicht mit meinen Problemen belasten, Wölflein. Handwerker, Herr Bambus. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Hallo, kleiner Kobold, bist du hier, um dem Geschwafel eines alten Mannes zuzuhören? Ich habe immer Bambus drüben in der Sasa-Zuflucht auf der Taka-Ebene gesammelt. Aber in letzter Zeit komme ich dort nicht mehr rein. Der Spatzenclan hat plötzlich die Tore zu Sasa-Zuflucht geschlossen. Oh, ich wünschte mir nichts sehnlicher, als wieder meinen Bambuswaren zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Und um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Waren, aber mir läuft die Zeit davon. Ah, das ist doch nicht das Ende der Welt, Großväterchen. In was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Ami? Oh Mann, der Arme. Was ist das? Wow, das ist aber ein ganz schön großer Bambus. Dieser Herr Bambus muss seine Arbeit wirklich lieben. Cool. Oh. Eine Kiste. Verbraucht Bambussprossling? Okay, cool. Lecker, lecker, lecker. Na. Und hier haben wir eine verstreute Perle. Super geil. Hör schon auf damit. Dein Bäuchchen wird dir bestimmt wehtun, wenn du so ein Zeug isst. Oh. Verdirb mir doch nicht den Spaß. Kann ich damit was machen? Ist ausgraben. Okay. Füllt den Magen ein wenig. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts zu tun. Komm gerade mal aus. Am Nam. So. Oh Mann. Ganz schön trostlos hier. Da ist die Windmühle. Aber nun gut. Beim nächsten Mal müssen wir mal schauen, was für Ecken das Dorf Kusa noch so hat und wie wir das Ganze hier wieder ein bisschen friedlicher gestalten können, dass der Fluch weggeht und alle wieder glücklich sind und ihre Arbeit nachgehen können. Vor allem Herr Bambus, der kann nicht mehr arbeiten, der arme Kerl. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!